Wir sind auf der NuFarm. Der Telematiktag nähert sich nun wirklich dem Ende. Es ist 17.38 Uhr ungefähr. Die Messe schließt gleich. Perfekte Gelegenheit, um jemanden von der Messe Karlsruhe hier mal zum Interview zu bitten. Bei mir ist jetzt Herr Jochen Bortfeld, Projektleiter für die NuFarm bei der Messe Karlsruhe. Hallo. Hallo. Wie ich bereits gesagt habe, in wenigen Minuten schließt die NuFarm für heute, das heißt der Telematiktag, dieses Projekt, das wir zusammen Mediengruppe telematikmarkt.de und die Messe Karlsruhe auf die Beine gestellt haben, geht heute zu Ende. Wie ist das aus Sicht der Messeleitung? Können Sie schon ein erstes Fazit ziehen zu dem Telematiktag? Der Telematiktag ist sehr gut gelaufen für uns. Wir hatten ein schönes, gutes Fachpublikum, sehr intensiv von den Gesprächen, auch hier an den Ständen, sodass es sich ausgezahlt hat, wirklich dieses Telematik-Thema zu bündeln, auch räumlich, aufplanerisch haben wir hier alles neu gemacht. Und ich glaube, am Ende des Tages hat es sich heute bezahlt gemacht. Wie kam es denn überhaupt zu der Entscheidung, dass sich die Messe Karlsruhe gesagt hat, so auf der NuFarm wollen wir jetzt mal Telematik stärker ins Zentrum rücken? Die Firmen aus dem Telematikbereich hatten schon seit Anbeginn der ersten NuFarm, schon seit 2009, gewisses Interesse. Wir hatten auch einige Anbieter da, auch führende Anbieter. Wir haben aber einfach vom Zuspruch her festgestellt, dass wir da ein großes Potenzial haben, weil die Nachfrage entsprechend auch da ist. Jetzt geht die Messe ja noch ein bisschen weiter, die ist ja nicht heute vorbei und Schluss aus. Das geht noch bis Sonntag. Die Telematikanbieter hier und auf der Innovationsstraße, die sind bis Sonntag natürlich noch alle da. Für Sie, während wir in die Redaktion und ins Schnittstudio gehen, um diese Filme aufzubereiten, steht da noch ein bisschen Arbeit an. Was passiert denn hier noch? Ja, für uns ist jetzt Halbzeit. Für die Projektleitung steht heute Abend das Thema Statistiken, Zahlen natürlich im Vordergrund. Da ist mein Abend heute damit gesichert. Ausblickend muss ich sagen, nach dieser Halbzeit wird es ab morgen dann spektakulär, weil wir auch viele kleine und mittelständische Unternehmen erwarten und für diese Firmen auch ein attraktives Rahmenprogramm im Showbereich benötigen, sodass es hier von der LKW-Rettungskette bis zur Seiltuchakrobatin, vom Kran bis hin zu Fahrversuchen, einer BKF-Challenge und viele, viele spannende Themen gibt. Außerdem haben wir morgen dann auch einen neuen Schwerpunkt, den Handwerkertag, auch in der EPAL-Arena. Und auch da erwarten wir viele gute Besucher. Kompliment zu dieser EPAL-Aktionshalle übrigens. Super schick, alles mit diesen Europaletten voll zu machen. Aber um das Ganze jetzt mal abzuschließen und einen kleinen Ausblick zu geben in die Zukunft, wie sieht es denn aus? Auf der nächsten NuFarm 2017 findet die ja statt. Wird da Telematik in gleicher Weise wieder ins Thema, in den Kern gerückt? Wie gibt es da schon erste Pläne? Ich habe zumindest von den Telematikanbietern hier im Kreis gehört, die zeigen sich tatsächlich sehr zufrieden. Ja, also ich hatte jetzt heute endlich Gelegenheit, auch erste Gespräche zu führen. Ich war auch hier in der Innovationsstraße der Telematik vorhin noch ein bisschen unterwegs und habe meine Gesprächs- und Ansprechpartner getroffen. Für uns ist ganz klar, dieses Thema wird räumlich wachsen und nochmals weiter qualitativ. Und wir würden uns freuen, wenn wir uns vom 27. September bis zum 1. Oktober 2017 wieder gemeinsam hier finden. Wir wären auch sehr gerne mit dabei, freuen uns auf alles, was da kommt. Ich möchte der Messe Karlsruhe im Namen der gesamten Mediengruppe Telematikmarkt.de und auch mit den Telematikanbietern danken für den Platz, den sie gegeben haben, für die großartige Partnerschaft, um diesen Telematiktag zu ermöglichen. Und jetzt auch vielen Dank für Ihre Zeit, für das Interview. Auch ich bedanke mich im Namen der Karlsruher Messe und Kongress GmbH, im Namen meines Teams. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und viele gute Geschäfte auch für die Aussteller hier in der Innovationsstraße bis 2017. Bei uns dauert es nicht so lange, bis wir uns wiedersehen, auch wenn ich mich sehr freue, alle wieder auf der NuFarm 2017 wiederzusehen. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und wünsche noch einen schönen Tag.